93.3 Radio mit Weida und das Campus Festival 2014 präsentieren den 93.3 Soundcheck. Ihr rockt, ihr votet, ihr entscheidet. Jetzt folgen wir The Last... Last Dangerous, nicht The Last, ich hab schon mal wild gesagt, aber Last Dangerous Raccoons. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Freuen uns auch. Vielen, vielen Dank. Vielleicht gleich zu Beginn die Übersetzung. Ihr seid die gefährlichen Waschbären. Die letzten gefährlichen Waschbären. The Last davon, ne? Genau. Genau. Die letzten gefährlichen Waschbären, jetzt haben wir es auch. Wie kommt man zu diesem aggressiven Namen? Das ist aus einer Not herausgeboren. Wir hatten uns für einen Auftritt beworben für das Uni-Air in Dresden, ein großer Bandcontest dort. Und dann braucht man natürlich einen Namen, wenn man sich bewirbt. Und wir hatten sehr tolle Vorschläge. Wir hatten die Supersonic Sowjets und alles Mögliche. Sowjet sieht man hinten noch vielleicht ein bisschen, oder? Ja, das schlägt sich auch bei unseren Songs ein bisschen durch. Aber alles im Allen haben wir uns dann gedacht, naja, wir waren früher in einer Tierband, also drei von uns. Was wart ihr denn früher für eine Tierband? Waren früher die Death Rabbits, die tauben Kaninchen. Und da haben wir uns gedacht, behalten wir es einfach bei. Und haben uns die letzten gefährlichen Waschbären genannt. Ja, und wir machen ja auch jetzt... Kann man ja jetzt auch noch aktuell beziehen. Wir machen ja auch nicht die aktuellste Musik. Wir halten quasi jetzt so die Fahne des Indie-Post-Punk hoch, was die Strokes oder auch die Arctic Monkeys damals eingeführt haben, was es heute so gar nicht mehr gibt. Ist das schwierig, diese Fahne hochzuhalten? Ja. Warum meinst du das schwierig? Es hört einfach heutzutage keiner mehr. Heute muss überall ein Synthesizer mit dabei sein oder es muss, keine Ahnung, ein Elektro-Schlagzeug oder sowas. Sieht man ja auch bei aktuellen Produktionen, zum Beispiel die Black Keys haben nur noch Elektro-Schlagzeug eigentlich drauf. Ja, und wir wollen da sehr puristisch noch an die Sache rangehen, so wie damals einfach vier Leute im Proberaum nehmen was auf, live und hauen das dann raus. Kann man sagen, dass ihr so ein bisschen, das klingt ein bisschen doof, aber ein bisschen realer seid? Also ein bisschen wenig Elektronik dazwischen geschaltet habt quasi? Wir sind schon real in dem Sinne, dass wir das, was wir den Leuten versprechen, auch umsetzen. Wir hauen dann jetzt halt keine Synthesizer raus, wir hauen auch keine Aufnahmen raus, wir haben keine Playbacks, keine Samples und sowas drin. Wir stehen einfach wirklich zu viert auf der Bühne und das, was dabei rüberkommt, passiert auch genau in diesem Moment. Glaubst du, dass der Erfolg, wenn man also jetzt Arctic Monkeys oder so, über den Erfolg, dass dann mit dem Erfolg die elektronischen Beats kommen? Aktuell ist das ja sehr gut nachvollziehbar, hängt aber damit zusammen, dass sich der Schlagzeuger von denen die Hand gebrochen hat. Ich glaube, sonst wäre da mehr echtes Schlagzeug drauf. Ja. Aus der Not heraus geboren, auch da. Aber es kommt ja super an und das unterstreicht das ja quasi. Ja, okay. Euer erstes Album war im März, The Cologne EP. Genau. Wie war's? Wie waren die Aufnahmen? Wie lief's? Ihr seid doch zusammen. Es lief also nicht ganz schlimm. Die Aufnahmen sind schon sehr alt, muss man dazu sagen. Da waren nur wir drei zusammen und wir hatten noch einen anderen Bassisten. Die haben wir damals in Köln aufgenommen. Wir hatten das Glück, als Vorband von der Band Karpatenhund zu spielen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch jemand kennt. Deutschrockband, die Sängerin war dann bei MTV-Moderatoren. Auf jeden Fall haben die uns eingeladen, ja, wir haben ein Studio, kommt doch mal vorbei in Köln. So, gut, sind mal hingefahren, haben das gemacht und es war super, es war eine super Erfahrung, hat super Spaß gemacht, in zwei Tagen die vier Songs aufgenommen. Super Leute, ja, dann haben wir das, hatten wir dann das nie rausgehauen. Haben uns überlegt. Also wie lange ist denn die Aufnahme, liegt die schon zurück? Also das, wenn du sagst, zu MTV, das ist ja dann auch schon ein bisschen länger her wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube 3 Jahre inzwischen schon. Okay. Also es sind schon wirklich ziemlich alt. Deswegen haben wir jetzt auch neu aufgenommen was. Und haben uns gedacht, hauen wir das raus, fertig ist. Okay. Als Cologne EP, genau. Und was nehmen wir jetzt auf? Also wir haben jetzt aktuell aufgenommen unsere neue EP, die gerade gemixt wird und im Fertigwerden ist. Habt ihr noch was, wovon ihr euch irgendwie abgrenzt oder wo ihr sagt, das ist unser Spezielles? Oder ist das eigentlich schon dieses, was ihr sagte, mit der Flagge hochhalten, dass ihr nicht diesem elektronischen Trend aufspringt? Ach, na, immer so, also was Spezielles ist immer schwierig zu finden, weil da macht sich jeder einen eigenen Gedanken drüber. Nach außen wirkt das ganz anders. Also speziell würde ich schon sagen, dass wir das machen, versuchen real zu sein, machen aber auch viele andere. Ich denke, wichtig sind uns zum Beispiel unsere Texte, dass die sehr gut sind und zu den Songs passen, dass unsere Songs ausgefeilt sind. Und man sagt uns auch oft, was mir gefällt, dass unsere Songs eher kompliziert sind. Also nicht so einfach, so radiotauglich, sondern schon eher in eine Richtung, dass man sich die entweder 2-3 Mal anhören muss oder dann gar nicht mehr. Also du meinst, dass also nicht vom Soundtrack, also dass das auch, aber vor allem von der Melodie her, dass es eine komplexere Melodie ist. Die kompletten Songs, der komplette Ablauf, okay. Genau. Also dass der Song nicht einfach so Strophe, Refrain ist, sondern dass da schon noch ein bisschen mehr passiert, wo dann das mehrmals Anhören auch Spaß macht.
Ist, glaubst du, deswegen auch der Vergleich von Radioactive auf der Seite, dass sie sagen, man kann nicht mit Mozart vergleichen? Oder der Input von Mozart steht da? Wir dachten, Mozart, wo sehen wir Mozart? Ich frage mich auch, wer sich das ausgedacht hat. Also ich habe dann, hab dann erstmal nachgeguckt, das steht da tatsächlich. Keine Ahnung. Also das, wir haben ja bei uns ja keine Klassik, das ist keine Hände, keine irgendwelche Geigen oder so. Aber vielleicht ist das ja dann gerade vielleicht auch die Antwort, was du meintest. Ja, Mozart soll schon sehr kompliziert sein, habe ich gehört, ja. Vielleicht kann man es ja einfach als Kompliment aufnehmen, dass ihr komplizierte Musik macht, die man nicht sofort... Genau, also das gefällt mir auch sehr gut. Man hat mal gesagt, wir sind auf der Rasierklinge von Mainstream zum Underground. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Habt ihr denn immer schon diese Musik gemacht oder aus welchen Ecken quasi kommt ihr? Oder habt ihr seid immer schon da gewesen, habt ihr vielleicht mal, weiß nicht, Schlager gesungen oder so? Das Ding ist ja, dass die Songs sowieso alle von mir geschrieben sind, deswegen kommt da von mir auch der meiste Einfluss rein. Aber dann im Endeffekt macht jeder noch sein eigenes Ding draus und dann kommen natürlich auch die persönlichen Bandvorstellungen dazu. Aber ich glaube, keiner von uns hat Violine mal gespielt oder so. Also wir sind alle groß geworden mit den Red Hot Chili Peppers und so. Also schon eher aus der Richtung Rock. Vielleicht für die Leute, die nicht jetzt in der Musik so aktiv sind, was ist wichtig, in der Musikszene unter anderen Musikern Kontakte zu knüpfen? Also was kann ich daraus ziehen? In erster Linie kann man daraus ziehen, ach hier, wir brauchen mal eine Band für einen Auftritt. Ihr seid doch ganz okay. So, dann geht das noch weiter, Unterstützung beim Aufnehmen oder auch Mundpropaganda einfach. Ach, wir können bei dem Auftritt nicht, nehmt doch mal die oder so. Also das klappt schon super. Und wenn man da halt dann die richtigen Leute kennt, die auch nett sind, dann, also für uns funktioniert das wunderbar. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, was habt ihr für Pläne oder was sind Ziele von euch, die ihr als Band erreichen wollt oder vielleicht auch persönlich erreichen wollt? Also Ziele haben wir gar nicht. Also wir machen uns auch da jetzt keine großen Illusionen, wo das hinführen wird. Wieso meinst du Illusionen? Also wir werden jetzt nicht irgendwann im Radio laufen, im Großen jetzt zum Beispiel. Du sagst das nicht. Ich meine, ich hatte dann auch irgendwie die elektronischen Bässe dann. Na, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, okay, und die hatten die elektronischen Sachen. Das müssen wir vielleicht noch einbauen. Wir sind ja gerade am Mixen. Auf jeden Fall, Ziele sind noch ja einfach, dass es weitergeht, dass wir immer größer werden. Wir spielen immer größere Auftritte, werden inzwischen auch wirklich öfter mal angefragt für sehr coole Auftritte und so weiter. Dass wir weiter coole Songs schreiben, die wir selber sehr gerne spielen, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn das dann irgendjemand gut findet, ist das Sahnehäubchen. Mhm. Und im Endeffekt, ja, es soll einfach so weitergehen wie bisher. Immer so, also man kann ja so ansteigen, man kann auch gerade ausfallen, bei uns ist es so und das ist sehr schön. Das sind schöne Worte. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch in der Zukunft ganz viel Erfolg und ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.